Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde des Bruno-Kreisky-Forums, ich darf Sie zu einer weiteren Folge unserer republikanischen Geschichtsstunde begrüßen. Mein heutiger Gast ist eine besondere Freude für mich und auch natürlich eine historische Ikone bereits. Ich darf herzlich begrüßen Ferdinand Lazziner, der Bürochef Bruno Kreiskys von 80 bis 82, dann Staatssekretär und dann bekannterweise ab 1986 bis, glaube ich, 1995 ja. Finanzminister, der erste und einzige Österreicher, dem die Auszeichnung Finanzminister des Jahres verliehen wurde. Ich glaube, von der Financial Times wird die vergeben, da bin ich da falsch informiert. Financial Review heißt das, aber es ist egal. Danke. Und unser Thema wird sein, die 70er Jahre, eine für mich auch aus persönlichen Gründen, aus Gründen der persönlichen Biografie überaus faszinierende Zeit und von Papst Paul VI. Als wurde genau als sozusagen Sakralisierung der österreichischen Sozial- und Wirtschaftspartnerschaft, der Neutralität und des einsetzenden allgemeinen Wohlstands von Papst Paul VI. Als Insel der Seligen bezeichnet. Ein Papst, der ja vor wenigen Jahren erst heilig gesprochen wurde und daher per Definition gar nicht irren kann. Lieber Ferdinand, waren die 70er Jahre wirklich so, dass Österreich zur Insel der Seligen wurde? Also ich bin nicht sicher, ob das der Papst ex cathedra verkündet hat, aber ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben. Vor allem, wenn ich daran denke, dass es natürlich auch eine Zeit war, in der es große ökonomische Umwälzungen gegeben hat. Zwei Ölkrisen, sogenannte, die in Wirklichkeit eines eingeleitet haben, in vielen Ländern den Entindustrialisierungsprozess, der heute noch nachwirkt. Also ganze Regionen entvölkert bzw. Arbeitslos gemacht hat, wenn man etwa an Nordengland denkt oder an Lothringen, Elsass. Und das Zweite, was man nicht vergessen darf, es war auch eine Zeit, in der es die terroristische Bedrohung und insbesondere eine vehemente terroristische Bedrohung gegen Bundeskanzler Kreisky gegeben hat. Es waren besonders radikale Palästinensergruppen, Abu Nidal-Gruppe, die eines versucht hat, die Anstrengungen, einen Frieden im Nahen Osten zu erreichen zwischen den Palästinensern und Israel, zu torpedieren und zu terroristischen Maßnahmen gegriffen haben. Ein führender österreichischer Sozialist ist damals dem auch zum Opfer gefallen, Heinz Nickel. Aber es gab wirklich eine ganze Reihe von Drohungen, auch gegen, insbesondere gegen den Bundeskanzler. Also es war nicht so selig, wie es im Nachhinein manchmal ausschaut. Wenn man vielleicht gleich von den doch offensichtlichen Schattenseiten, Schwierigkeiten, Bedrohungen in den 70er Jahren ausgehen, dann hat sie ja, glaube ich, gegen den damals eher dominant werdenden, also gegen die monetaristische Reaktion, wenn ich das so ausdrücken darf, gegen den dominant werdenden Neoliberalismus, hat es doch ein Modell gegeben, das die Regierung Kreisky, natürlich auch Hannes Androsch, forciert haben. Es ist ein Modell, Krisenbekämpfungsstrategie, die im Nachhinein als Austro-Keynesianismus bezeichnet wird. Der Hannes Androsch wehrt sich heute noch sehr vehement gegen diese Bezeichnung und die aber so etwas wie ein erfolgreiches Krisenbekämpfungsmodell dargestellt hat, das im Endeffekt doch eine relativ geringe Inflationsrate vergleichsweise, eine relativ hohe Produktivitätsrate garantiert hat und vor allem eins, was bei Kreisky, glaube ich, zentral war, eine sehr, sehr geringe Arbeitslosenrate im Vergleich. Der Kreisky
ist ja immer von den Erfahrungen seiner Jugend in den 1930er Jahren ausgegangen, zumindest hat er das immer wieder so dargestellt, ja, und zutiefst überzeugt von der Kausalität der ökonomischen Krise und der Ankunft des Faschismus und ähnliche Dinge mehr. Aber ein bisschen in meiner Wahrnehmung, ja, bin in dieser Zeit aufgewachsen, bin an die Universität Wien gegangen, wir haben natürlich den Kreisky bekämpft, logischerweise, um ihn dann unseren späteren Berufsleben in den Heiligenstatus zu versetzen. Für uns war das irgendwie so was wie eine Ikone, ja? Der Ausdruck Keynesianismus. Ja? Man interveniert, der Staat tritt sozusagen als Investor auf, etc. etc. War das eine Verklärung der Dinge oder war dieser Ausdruck Keynesianismus, wenn wir dabei bleiben wollen, schon was typisch Österreichisches, was Eigenständiges? Ja, wie du richtig sagst, das ist erst im Nachhinein als Ausdruck Keynesianismus bezeichnet worden. Aber was man damals versucht hat und ich glaube mit großem Erfolg versucht hat, war die Budgetpolitik, die Wirtschaftspolitik insgesamt, nicht zu vergessen auch die Regionalpolitik, gemeinsam mit der Einkommenspolitik, und da haben die Sozialpartner natürlich eine sehr große Rolle gespielt, zu nutzen, um erstens Österreich wettbewerbsfähig zu halten und zweitens doch zu verhindern, dass es auch zu regionaler Massenarbeitslosigkeit kam, was nicht so einfach war, weil die Krise der Grundstoffindustrie hat natürlich insbesondere die verstaatlichte Industrie stark betroffen. Und was schwierig war, war das Aufrechterhalten der Beschäftigung in industriellen Zentren, also etwa Donnerwitz, Leoben, also die ganze Obersteiermark oder auch Steyr. Es sind ähnliche Effekte, wie wir sie heute sehen, nur heute vermisse ich die Antwort darauf. Also wenn heute in Steyr MAN schließt, so war das damals so, dass Steyr einmal Buch in großen Schwierigkeiten war und man sich bemüht hat, Kreisky hat sich außerordentlich bemüht, Investoren, ausländische Investoren zu finden, und BMW hat, glaube ich, jetzt 3.600, 3.700 Beschäftigte nach wie vor, und es wäre absolut notwendig, sich zu überlegen, ein Regionalprogramm zu gestalten, das damals wirklich alle Bereiche erfasst hat. Da sind Schulen gebaut worden, da sind Häuser für Wohnungen gebaut worden, da sind Betriebe angesiedelt worden. Das heißt, man hat wirklich versucht, und das war Kreisky ein großes Anliegen, du sagst richtig, dass das natürlich seine Erfahrung aus der Weltwirtschaftskrise war, aber diese Erfahrung, glaube ich, kann jeder, der lesen kann und ein bisschen sich die Literatur von damals anschaut, auch machen. Also das hat eine außerordentlich große Rolle gespielt, und ich glaube, zu Recht ist das im Vordergrund gestanden. Neben vielen anderen Dingen, also kein Mensch hat vom schlanken Staat gesprochen, sondern ganz im Gegenteil, es sind die Sozialleistungen wesentlich ausgebaut worden. Man hat auch nicht von der Treffsicherheit gesprochen, wenn ich daran denke, etwa die Gratis-Schulbücher oder die Schülerfreifahrten, die hat man bekommen, ohne dass man einen Nachweis bringen musste, wie viel man verdient. Das ist in Wirklichkeit ja demütigend für viele, und die verschämte Armut spielt eine viel größere Rolle, als man gemeinhin sagt. Das heißt, da ist wirklich das fortgesetzt worden, was im Roten Wien zum Beispiel mit dem Säuglingspaket begonnen wurde. Da habe ich jetzt gleich mehrere Ansatzpunkte, weil das ist bei, wenn man über die Kreisky-Zeit, über die 70er Jahre redet, ich für meinen Teil muss immer wieder auf meine persönliche Biografie zurückkommen. Ja. Ich komme aus so einem, wie soll ich sagen, aus einem klassischen Arbeiterbiotop. Ja. Das sind die Böhler-Ibstal-Werke gewesen, und da hat es eine angegliederte Werksiedlung gegeben,
die nebst bei von den Nazis angelegt war und dann so sukzessive ausgebaut wurde. Das war ein sehr kohärentes soziales und kulturelles Milieu. Ja. Also da hat es wenig Gegenstimmen gegeben, und wenn der Kreisky durchgefahren ist, was ab und an auf Betriebsbesuch war, dann war das auch ein Staatsfeiertag. Ja. Also das war was ganz was Großes. Das Bewusstsein, Böllerianer zu sein, das war schon was. Ja. Dann kam natürlich so, vor allem im zweiten Ölpreisschock, kam dann schon sehr deutlich die eigentliche Stahlkrise, Krise der Verstaatlichten insgesamt, zum Durchbruch. Aber was hat man gemacht? Man hat die Leute halt ein Jahr früher in Pension geschickt, teilweise sozial abgefedert, sehr schön. Und das Milieu ist sozusagen erhalten geblieben, das ist kohärent geblieben. Das ist erst in den 2000ern wirklich aufgebrochen, auch politisch aufgebrochen. Ja. Es war eine formative Erfahrung von mir, dass da der Bundeskanzler ist und der hat da die Rolle eines riesengroßen Patriarchen und der interveniert oder die Regierung interveniert, und das war was Selbstverständliches. Das ist das eine. Aber das zweite war natürlich, dass wir genau durch diese Ebenen, wie heißt die paar Jungen aus dieser Siedlung, wir konnten studieren. Und das wäre vor dem, in der Generation unserer Väter oder in der Generation unserer älteren Brüder, das wäre definitiv nicht möglich gewesen. Genau durch solche Ebenen wie Freifahrt, wie Schulbuchaktion und ähnliches mehr. Und dann natürlich auch durch die Abschaffung der Studiengebühren. Also das war etwas, was man an in seiner persönlichen Biografie am eigenen Leib sozusagen nachvollziehen konnte, die Ergebnisse dieser Politik oder die Intentionen dieser Politik. Ja. Also das lässt ja auch heute noch irgendwie einen relativ verklärten Blick auf diese Zeit und diese Jahre werfen. Aber jetzt gibt es doch den Einwand vieler, die, vor allem was die Linke in der Kreisky-Regierung betrifft, Christian Broder beispielsweise, die einfach sagen, naja, das waren Nachvollziehreformen, das war nachholende Modernisierung. Kann man das so sehen? Also was insbesondere das Brodersche Reformwerk betrifft, sowohl die Strafrechtsreform als auch die Veränderungen im Familienrecht, das war tatsächlich nachholen, das waren liberale Reformen, die damals gemacht wurden. Aber um bei dem zu bleiben, was du vorhin gesagt hast, in Lilienfeld ist ein recht traditionsreicher Betrieb, Fried von Neumann, ist damals pleite gegangen, und es war Kreisky selbst, der jemanden gefunden hat, und zwar war das der österreichische Honorarkonsul in Stuttgart, der dann dieses Werk übernommen hat, natürlich mit entsprechenden Unterstützungen auch. Oder ein zweites Beispiel, das jetzt wieder sehr aktuell ist, die ATB in Spielberg, die jetzt geschlossen wird. Die wurde auch damals geschlossen, weil Bauknecht, ein großer deutscher Konzern mit zwei großen Betrieben in Österreich, in Rottenmann und in Spielberg, in Konkurs gegangen ist. Was damals auf Initiative Kreiskys geschehen ist, ist, dass die Republik Österreich gemeinsam mit dem Land Steiermark dieses Werk übernommen hat, das bis jetzt funktioniert hat. Und das ist der Unterschied zu heute. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Land Steiermark da besondere Anstrengungen unternommen hätte, die Bundesregierung schon gar nicht. Und was sicherlich gesagt werden muss, ist schon, mag sein, dass das eine oder andere ein Nachholen von liberalen Reformen war. Eines, was man nicht vergessen sollte, was damals eingeführt worden ist, war der Mutter-Kind-Pass. Und dieser Mutter-Kind-Pass hat bedeutet, dass die Säuglingssterblichkeit, die Kindersterblichkeit in Österreich massiv heruntergegangen ist. Es war ein ganz einfaches Instrument, das sowohl die Frauen als auch natürlich für die Kinder einen wesentlichen Punkt in der Gesundheitsentwicklung gebracht hat.
Das heißt, es war nicht nur das Wirtschaftsprogramm, es war auch das Humanprogramm. Und das muss man sagen, das war eigentlich die Grundlage für die kreisgischen Erfolge, dass man Programme erarbeitet hat, die auch dann den Menschen nahegebracht worden sind. Und dass vor allem Kreisky für eines gestanden ist, nämlich für jemanden, der für jedermann erreichbar ist. Also ich kann mich erinnern, hier in seinem Haus, beim Frühstück sitzend, hat er das Telefon abgehoben und war für jeden erreichbar. Jeder wusste auch, dass er erreichbar ist. Und er hat manchmal seine Mitarbeiter damit gequält und gesagt, für den müsst ihr irgendetwas tun. Und das ist, glaube ich, eine der Sachen, die für ihn und dann letzten Endes auch für die Sozialistische Partei damals von großer Bedeutung war, diese Öffnung, diese Möglichkeit, direkt mit den Verantwortlichen reden zu können, ihnen nahezubringen, welche Schwierigkeiten der Einzelne hat, das war für ihn, war für Kreisky sehr, sehr wichtig. Zwei Dinge fallen mir da unmittelbar ein. Erstens Friedrich seinerzeit Friedrich von Neumann, der erste Mai, ne? Der 1. Mai, ja, aber auch, er ist um die Jahrhundertwende schon einmal pleite gegangen und da hat der Viktor Adler interveniert, hat Finanziers sozusagen informell organisiert, mit der Bedingung, dass die Arbeiterschaft dann gewerkschaftlich organisiert ist auch. Und das war dann so eine Art Closed Job sozusagen. Also das ist mir jetzt nur eingefallen, ja, ja, wenn du das Beispiel erwähnt hast. Ja. Und er hat eine Rolle gespielt auch beim 1. Mai, nicht? Ja, ja. Er war de facto der Chef der industriellen Vereinigung in Niederösterreich, wo Wien ja ein Teil Niederösterreichs war, und hat mit Adler vereinbart, dass es zu keinen Entlassungen kommt. Und zu keinen Zwischenfällen. Bitte? Ja, und zu keinen Zwischenfällen, was sehr, sehr, jawohl, extrem wichtig, ja, war, damit dass, ja, dieser erste große Feiertag in absoluter, ja, Ruhe und Würde abläuft. War Österreich eines der wenigen, ja, Länder, wo das tatsächlich nicht nur massenhaft zu der Beteiligung geführt hat, sondern auch außerordentlich friedlich war, entgegen den Erwartungen der bürgerlichen Presse. Mhm. Die ja davon gesprochen hat, dass Wien am Vorabend des Festtags der Arbeit ausschaut wie eine belagerte Stadt, ja, dass die Geschäfte geschlossen sind, dass die Geschäftsläden zu genagelt sind mit Brettern. Die dritte Türkenbelagerung. Die dritte Türkenbelagerung, ja, dass jeder, der kann, mit seiner Familie flüchtet in den Wienerwald oder wo auch immer hin. Ja. Also es war, muss man wirklich sagen, dass die Neue Freie Presse dann am Tag danach geschrieben hat, man könne von diesen Männern, damals hat es nur Männer geheißen, man könne von diesen Männern der Arbeit lernen, wie man eine Großdemonstration in Würde und Achtung vor dem Gesetz, ja, vollführt. Also apropos Männer, ich glaube, was Kreisky auch in einem hohen Maße gemacht hat, war Frauenpolitik, wo er nicht immer die gesamte Partei hinter sich versammelt hat, also etwa als er mehrere Staatssekretärinnen ernannt hat. Es war nicht immer das Verständnis dafür da, dass Frauen gleichberechtigt sein sollen mit Männern. Und zwar nicht nur eine Frage des Familienrechts, sondern es war dann natürlich auch eine Frage, wenn man so will, der Optik. Heute versteht man da vieles nicht mehr davon, aber Kreisky musste damals viele Schwierigkeiten und viele Opposition damals überwinden, um alle seine Vorstellungen, was Frauenpolitik betrifft, auch da tatsächlich durchzubringen. Also nicht nur er allein, sondern natürlich hat Firnberg eine große Rolle gespielt, hat Broder eine große Rolle gespielt. Aber ohne ihn wäre das sicherlich nicht zustande gekommen, auch wenn er, das muss man dazu sagen, gegenüber der Schwangerschaftsunterbrechung außerordentlich skeptisch war, gegenüber der Straflosigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung ab dem dritten Monat. Aber da haben sich die Frauen in der SPÖ durchgesetzt. Ja.
war diese Skepsis gegenüber der sogenannten Fristenlösung, war das nicht auch darin begründet, dass er doch einen großen, eigentlich historischen Prozess zugleich begonnen hat, nämlich jenen der Aussöhnung mit der katholischen Kirche, vor allem auch vermittelt über die Person des Kardinal König, und dass er unter Umständen dieses sein Werk einer historischen Versöhnung gefährdet gesehen hat zu weites Vorpreschen in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs. Das hat sicher eine große Rolle gespielt, keine Frage. Okay, ich habe noch zu dem, lieber Ferdinand, was du vorhin gesagt hast, dass seine Erreichbarkeit, ständiges persönliches Dasein und auch persönliches Intervenieren in die Geschicke der sogenannten einfachen Menschen. Es ist auch mir einmal, ein einziges Mal, passiert. Wir haben Studenten einen relativ, goscherten Artikel losgelassen, auch in Fragen des Verbietens der radikalen Rechten und ähnliches mehr. Und dann erreicht uns ein Anruf. Und so geheißen, nächste Woche am Dienstag, 9.30 Uhr, Satz in der Löwestraße beim Parteivorsitzenden. Und wir haben das gesagt, das ist ein Scherz. Auf Nachfragen, was ist tatsächlich so? Und er hat, ihr seid das. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, ich habe einen großen Teil meiner Familie im Holocaust verloren, aber ich bin überhaupt gegen Verbote. Der beste Antifaschismus ist eine gute Politik von uns. Und dann hat er uns eine Stunde den Nahostkonflikt erklärt. Und seine Position im Nahostkonflikt. Und wir waren zu zweit dort, sind dann rausgegangen und haben gesagt, das war jetzt. Jetzt waren wir beim Kanzler, wir haben das nicht geträumt, sozusagen. Und das ist etwas, was sich natürlich einprägt. Ja? Und diese enorme Fähigkeit von ihm, ich meine, der André Heller hat genau das Geschichte erzählt. Ja, also. Und viele, viele Menschen. Ne? Und das ist schon etwas, in heutigen medialisierten Gesellschaften eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellbar. Zwei Punkte haben wir vielleicht angesprochen, damit das eine ist natürlich, dass die letzten Jahre Kreisky vom doch sehr scharfen Gegensatz zu seinem Finanzminister und Vizekanzler Hannes Androsch geprägt waren. Ja, das hat sicher eine große Rolle gespielt, wobei die allgemeine Überzeugung, von Anfang an eine sehr harmonische Beziehung war, nicht immer so ganz klar ist. Ich kann mich, das ist ein persönliches Erlebnis von mir, er war lange Zeit, bevor ich für Kreisky gearbeitet habe, damals war ich in der Arbeiterkammer und war Delegierter am Parteitag in Villach. Und da haben sich ein paar Linke gefunden, die dann gesagt haben, so mit verteilten Rollen bringen wir jetzt da unsere Kritik an den Parteitag heran. Und ich habe die Aufgabe gehabt, über die Wirtschaftspolitik zu sprechen, etwas kritisch zu dem damaligen Finanzminister Androsch. Und war einigermaßen aufgeregt natürlich. Und nachher bin ich da hinausgegangen und habe mir was zu trinken gekauft. Und dann kommt plötzlich der Günter Draxler, damals Redakteur der Arbeiterzeitung, und sagt, der Kreisky sucht dich. Und ich habe mir gedacht, ui, jetzt kriege ich eine Abreibung. Und was dann erfolgt ist, war wirklich für mich erstaunlich. Kreisky hat gesagt, schau, du musst sehen, der Androsch ist in einer Zeit groß geworden, in der die Entideologisierung eigentlich das Wesentliche war. Und das war damals sehr modern, ja, und das spürt man auch. Ich habe mich damals wirklich sehr gewundert. Erstens einmal
So viele Jahre sind nicht Unterschied zwischen Androsch und mir, es sind, glaube ich, 4 Jahre. Und zweitens hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich zwischen den beiden keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Und mir war auch nicht klar, so wie dein Erlebnis war, wieso er mir das sagt, weil er war sicherlich nicht mir Rechenschaft pflichtig. Und das ist, glaube ich, schon eine der Dinge, die man einfach gespürt hat. Es hat ja nachher auch Bundeskanzler gegeben, die Termine eingeräumt haben und dann aber wieder abgesagt haben, die eher nicht zugänglich waren, denen man nicht nachsagen konnte, dass sie tatsächlich für die Menschen erreichbar waren. Das war ein großer Unterschied. Und ein zweiter großer Unterschied war, Kreisky kam aus einer Sozialdemokratie, die eine Kulturbewegung war. Und das war spürbar. Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade in den letzten Jahren eher immer mehr als Desideratum gesehen werden muss. Also das, da hat die Sozialdemokratie sich in einem beachtlichen Ausmaß entfernt von dieser für mein Gefühl, nicht für die nächsten Wahlen, aber für die Existenz der Bewegung außerordentlich wichtigen Einstellung. Das heißt, er kommt sozusagen aus dem assimilierten jüdischen Großbürgertum, das der Trägerschicht des legendären Wien um 1900, des Wiener Fördersiegel. Ja. Er ist sozusagen im Roten Wien politisch sozialisiert. Er hat die Emigrationserfahrung, immer dramatisch persönlich, aber er hat dort eine aufgeklärte schwedische Sozialdemokratie kennengelernt, ja, die durchaus in diesem Sinn sich auch als Bildungs- und Kulturbewegung verstanden hat, also zweierlei Traditionen. Und bei allem Pragmatismus, ne, der hat immer auch irgendwie, vor allem natürlich auch in seiner eigentlichen Profession, auch in der Außenpolitik, ja, hat immer eigentlich auch ein bisschen das Visionäre in seinen Politikansätzen gehabt. Ja, ja gut, es gab ja dieses Wort der schwedischen Sozialdemokratie vom Volksheim, das ist nicht unbedingt auf Deutsch so zu übersetzen, aber es ging ihm darum, tatsächlich die Menschen in Österreich umfassend in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und das ist ihm auch gelungen. Und dazu kam natürlich schon eines, dass er insbesondere durch seine außenpolitischen Erfahrungen und durch seine klare Haltung in der Außenpolitik Österreich einen Stellenwert gegeben hat, den Österreich vorher nicht hatte und nachher nicht mehr haben konnte. Und das hat natürlich schon sehr viele Menschen beeindruckt, auch wenn sie nicht unmittelbar damit etwas anfangen konnten. Aber zum Beispiel die Frage der Entspannungspolitik, die Frage der Politik in der sozialistischen Internationale mit Brandt, mit Olaf Palme, mit González. Also es war diese entwicklungspolitischen Initiativen, die er gesetzt hat, die zwar nicht besonders gut unterfüttert waren mit materiellen Gütern, aber mit Ideen. Und das hat natürlich schon eine sehr große Rolle gespielt. Das heißt, es war in Wirklichkeit ein faszinierend breites Spektrum, das Kreisky abgedeckt hat, bis hin zu den Fragen, wo er auch gescheitert ist, wie etwa die Frage der Atomkraft in Österreich. Da die Größe zu haben, zu sagen, okay, dann machen wir eine Volksabstimmung, wo ja
die meisten in der SPÖ den Kopf geschüttelt haben, wieso Volksabstimmung? Da brauchen wir jetzt erst einmal ein Gesetz. Und wie soll denn das Gesetz überhaupt ausschauen? Und er hat gesagt, also ihr macht so viele Gesetze, das wird sich auch noch zusammenbringen. Nicht? Also das war in Wirklichkeit schon so, dass selbst dort, wo es Schwierigkeiten gab und wo er gegen Provinzialismus kämpfen musste, bis heute ist das Volksbegehren gegen das Konferenzzentrum das erfolgreichste gewesen. Das war eine große Bewegung, die ÖVP damals durchgesetzt hat. Und wenn man sich das anschaut, in Wirklichkeit sind das aus heutiger Sicht außerordentlich geringe Beträge gewesen, um die es ging. Aber es ging vor allem darum, die Provinz gegen Wien zu mobilisieren, wie man das ja in der Ersten Republik gut kannte und wie es heute vielleicht auch wieder da oder dort aktuell sein könnte. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, die Zententaf-Abstimmung wurde ja auch deswegen verloren, weil sich die ÖVP eigentlich gegen jede Programmatik, gegen jede Intention entschlossen hat, sozusagen dem Kreis gern beizustellen. Diese Frage hat sich angeboten und ich kann mich noch an ein Fernsehinterview erinnern, das er gegeben hat, weil mir das besonders beeindruckt hat. Er hat gesagt, das wird den Herren von der ÖVP so passen. Kein Atomkraftwerk und mich wegkriegen. Nein. Das ist unglaublich. Und er hat ja dann wenige Monate später mit etwas minimal über 51%, Zahlen, die heute unvorstellbar sind, über 51% die Nationalratswahlen gewonnen. Nein, es war sein größter Wahlsieg nach Zwentendorf. Wobei ihm wahrscheinlich viele auch ihre Stimme gegeben haben, weil sie erkannt haben, dass er eigentlich ermöglicht hat, überhaupt die Volksabstimmung. Das heißt, die ÖVP hat damals wirklich falsch spekuliert. Ja, und er war natürlich mehr als nur ein politisches Talent. Er konnte gerade aus solchen Niederlagen wiederum, er konnte das transformieren. Ja, also unglaublich. Ein Punkt, der mir noch wesentlich wäre, weil er bis heute debattiert wird, scharf debattiert wird, mit Emotionen debattiert wird, weil ich das Gefühl habe, dass heute so grundsätzlich die Position eingenommen wird, Kreisky böse, Wiesenthal gut. Mhm. Ja, in dieser Frage der eventuellen Koalition mit der FPÖ, die damals unter Peter natürlich von einem Ex-SSler geführt wurde, sehr, sehr, taktisch verständlich, taktisch eigentlich brillant, aber doch vom politisch-moralischen her doch sehr grenzwertig. Wiesenthal, der eigentlich bekannte Tatsachen, der ÖGB-Verlag hat 1965, ich habe das vor unserem heutigen Gespräch nachgeschaut, der ÖGB 1965 das Kriegstagebuch der SS-Einheit Peter schon veröffentlicht, das heißt, es war bekannt. Aber erst dann 1975, wo man nicht genau gewusst hat, wird sich die absolute Mehrheit ausgehen oder wird eine kleine Koalition mit der FPÖ notwendig sein, ist dann Wiesenthal mit dieser doch eigentlich sehr erschütternden Geschichte der Einheit des Friedrich Peter gekommen, die er hinter der Front agiert hat und offensichtlich also in Morde an Zivilisten verwickelt worden. Und da hat Kreisky doch in einer Art und Weise reagiert, die, glaube ich, so nicht zu erwarten war. Ja? Also er ist mit dem Wiesenthal ins Gericht gegangen, der sich auch sehr wenig feuert, was muss man eben sagen. Ja? Das ein ganz bitterer Streit daraus entstanden. Habt ihr das sozusagen aus der Nähe verfolgt oder wie damals eingeschätzt? Das war sicherlich eine außerordentlich emotionale Geschichte. Wobei ich mir nicht klar bin, ob da nicht noch Nachwehen aus den Auseinandersetzungen im Judentum um die Frage Zionismus und Assimilation, die ja in den 20er Jahren
außerordentlich vehement geführt worden sind, da noch eine Rolle gespielt hat. Und das Zweite war natürlich schon eines, dass beide auf einem Auge blind waren. Also ich kann mich, das ist jetzt ein persönliches Erlebnis, 1965, als die Demonstrationen gegen Borodajkiewicz waren, sind wir als Initiatoren dieser Demonstration damals auch zu Wiesenthal gekommen und haben ihn gebeten um eine Unterstützung. Und null war die Reaktion in Wirklichkeit. In dieser großen Biografie, ich glaube von Segev über Wiesenthal, kommt der Name Borodajkiewicz überhaupt nie vor. Es gab auch überhaupt keine Reaktion zu dem damaligen Plakat im Jahre 1970 mit dem echten Österreicher. Und Wiesenthal hat dann nichts zur Nazi-Vergangenheit, etwa eines Schleinzer oder wie immer diese... Auch nicht zu Waldheim. Auch nicht zu Waldheim, ja. Also, ich glaube... Da war die Blindheit auf einem Auge auf beiden Seiten zu sehen. Es hat ja dann diese Äußerung von Kreisky, ich glaube, für die ist er letztendlich auch gerichtlich verurteilt worden, zu einer Geldbuße. Es hat ja dann die Äußerung Kreiskys gegeben, ich hab 80% meiner Familie sind dem Holocaust zum Opfer gefallen, der Herr Wiesenthal hat offensichtlich ein anderes Verhältnis zur Gestapo gehabt, was natürlich schon eine sehr heftige Aussage ist. Ja. Absolut. Ja. Der Popularität des Kreisky hat dies keinen Abbruch getan. Diese ganze Auseinandersetzung, vielleicht hat es auch Unterstützungen von Menschen oder Organisationen gegeben, die man eigentlich so gar nicht gewünscht hätte, aber es heißt schon, dass dieser unglaublich aufgeklärte, große, kulturell und bildungsmäßig in jeder Hinsicht eine große Person repräsentierende Kreisky dort sehr heftig sein konnte, wo es gegen ihn und seine ursprünglichen Überzeugungen geht. Vielleicht in der Causa Androsch, vielleicht auch logischerweise in der Causa Wiesenthal hat sie das am deutlichsten artikuliert. War er ein unangenehmer Chef? Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist sehr häufig vom Granteln des Kreisky, und das gab es natürlich auch nicht, lernen Sie Geschichte, Herr Reporter, das gab es alles. Als Chef war er in Wirklichkeit außerordentlich nett und freundlich. Ich habe das manchmal für kaum glaublich gehalten, weil ja nicht nur die Belastung des Amtes dazu kam, sondern dann natürlich auch die Belastung durch die Krankheiten. Also ich bin mit der Margit Schmidt hier im Haus gesessen während der Nierenwäsche und wir haben die ganze Zeit bis spät in die Nacht gearbeitet mit ihm, was für uns etwas, erstens war mal ein bisschen jünger und zweitens, er war der Patient an der Nierenwäsche und hat mit uns voll gearbeitet. Und das war wirklich erstaunlich, dass er da auch immer die Nerven gut behalten hat und auch den Humor. Also ich kann mich gut erinnern, eine junge Kollegin hat also die Tür zu seinem Zimmer, ich war also gerade drinnen und hat mit ihm Post gemacht, aufgerissen und hat ihm berichtet, dass im Parlament ein Misstrauensantrag abgelehnt worden ist. Kreisky hat ganz kurz aufgeschaut und gesagt, naja, wir haben ja noch die Mehrheit. es wird ja auch berichtet, diese Form von Humor, nicht? Diese ungeheure Schlagfertigkeit und all das, es wird berichtet, wo immer ich es gelesen habe, ja, aber es gab einen Auftritt bei
von Kreisky bei den Rotariern. Und er wird nach Ende der Veranstaltung, wo er großartig sozusagen angekommen ist, ja, wird er von einer Funktionärin der Rotarier gefragt: Herr Bundeskanzler, sind Sie denn auch Rotarier? Und er hat gesagt: Rot schon. Und das ist die Sabina um heute geradezu unglaublich. Das ist die Situation heraus. Ich würde meinen, wir sollten oder wir müssen zu einer Art abschließenden Resümee kommen über die Zeit, die wir jetzt besprochen haben. Im Prinzip wäre ja unser Titel die goldenen 70er gewesen, aber es ist natürlich nicht ganz unlogisch, dass wir sehr viel über Kreisky und seine Idee von Politik und Menschlichkeit und Modernisierung gesprochen haben. Kann man aus der Distanz von jetzt 30, 40, 50 Jahren, kann man diese Ära einschätzen? Waren sie wirklich die goldenen Jahre, die eine Insel der Seligen konstituiert haben? Also eine Insel der Seligen war es nicht. Ich erinnere mich etwa an den Überfall auf die OPEC. Neben vielen anderen Dingen gab es also Krisen und es gab auch schon dann die Diskussion darüber, ist dieses Modell, ist unser Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zukunftstauglich? Eine Frage, die sich heute mit noch wesentlicher Aktualität stellt. Nicht? Also die Frage der Umweltpolitik und die ganze Frage, wie weit ist diese industriell geprägte Gesellschaft und ihre Entwicklung hin zu Dienstleistungen und zu das große Gewicht des Finanzkapitals überhaupt zukunftsfähig. Das hat sich damals noch nicht so gestellt. Es war also auch ein wesentlich optimistischerer Zug in der Gesellschaft als heute. Aber erste Anzeichen gab es. Erste Anzeichen, die in die Richtung gegangen sind. Ja, in Wirklichkeit war jetzt Wentendorf wahrscheinlich der Grundstein für die Umweltbewegung in Österreich, für die Grünen. Und da hat sich schon eines gezeigt, dass nämlich die Sozialdemokratie, dass die Arbeiterbewegung einen ganz wichtigen Bereich zunächst einmal überhaupt ausgespart hatte. Was sich dann später auch entsprechend negativ bemerkbar gemacht hat. Das war jetzt sozusagen notwendig, das Entstehen einer ökologischen Bewegung einerseits, natürlich auch vor der Basis und vor dem Hintergrund eines bereits voll ausgebildeten Wohlfahrtsstaats, das glaube ich, sollte man dazu sagen. Aber ich will kein weiteres großes Feld aufreißen, aber natürlich sozusagen die Krise der traditionellen Industrien, die Krise der Industrien aus dem 19. Jahrhundert, wenn man so will, bei uns voll durchgeschlagen Anfang der 80er Jahre mit der Krise der Verstaatlichten, die eben eine zu einem großen Teil eisenverarbeitende, stahlproduzierende Industrie war, die der Kreisky auch lange Zeit, glaube ich, insofern subventioniert hat, als er dort die Arbeitsplätze noch Möglichkeit erhalten wollte. Diese Schritte des sukzessiven Abbaus dieser Schwerindustrien aus eigentlich einer anderen Periode, wenn nicht aus einem anderen Jahrhundert, das war unverzichtbar. Ich glaube, es war einfach so, dass das, was gestern und vorgestern noch die Kommandohöhen der österreichischen Wirtschaft waren und nicht nur der österreichischen,
de facto sich sehr, sehr rasch verändert hat. Und heute sind das Betriebe, die wichtig, die notwendig sind, aber von Kommandohöhen kann man nicht reden. Was man eines, glaube ich, muss man schon aus heutiger Sicht sagen, es waren die 70er Jahre auch von, die, und das unterscheidet sie von heute, eine Welle von Demokratiebestrebungen, während wir heute eine Welle des Autoritarismus haben. Das war nicht nur die Arbeitsverfassung mit erweiterten Mitbestimmungsrechten, sondern das UOG, eine Demokratisierung der Universitäten im Schulbereich. Kreisky konnte ja das wirklich anschaulich machen mit seinem Wort von der Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie. Wie weit sind wir heute von dem entfernt? Das ist im Augenblick eine Utopie, der man jetzt gar nicht mehr eine Wahrscheinlichkeit zumuten kann, weil wir überall sehen, dass das passiert, was Kreisky in den 20er und 30er Jahren erlebt hat, dass in vielen Ländern rund um uns und dann schließlich auch bei uns autoritäre und später ganz klar faschistische Regimes entstanden sind. Und ich will nicht sagen, dass wir auf diesem Weg sind, aber autoritär und autoritärer sind natürlich schon sehr viele Tendenzen, nicht nur in unseren Nachbarländern, sondern auch in Österreich selbst. Lieber Ferdinand Lazina, so gesehen, unter diesen Aspekten einer wirklichen reaktionären Konjunktur, wie wir sie erleben, mit teilweise unvorstellbaren Entwicklungen, beispielsweise in den USA, zentrale Führungsmacht des Westens, die in einer totalen gesellschaftlichen Spaltung und auch kulturellen Spaltung sich wieder findet, angesichts autoritärer Regimes rund um uns, ist der Rückblick auf die 70er natürlich in einer Weise tröstlich, weil man sich denkt, die Geschichte, die Menschheitsgeschichte verläuft in Wellen und in Konjunkturen und man kann nur hoffen, dass so etwas wie ein modernisierter Kreisky demnächst wieder in der europäischen Politik zumindest führend werden wird. Im Idealfall hegemonial. Ich bedanke mich sehr herzlich für unser heutiges Gespräch und hoffe sehr dringend auf eine Fortsetzung. Prinzip Hoffnung. Prinzip Hoffnung. Okay. Danke.